Hallo, wir sind wieder, euer Bernd und euer Timo. Und diesmal zeigen wir euch drei Arten von Panadol Chagi. Wir fangen an mit dem normalen Panadol Chagi. Es ist wichtig, dass am Anfang die Füße Richtung zum Ziel gezeigt werden, die Hüfte nach vorne drehen, der Fuß bzw. das Bein sich nicht zu früh ausstreckt, eine Schnappbewegung macht und wieder zurückzieht. Und das Ganze machen schnell. Kommen wir zum gesprungenen Panadoyo. Beim gesprungenen Panadoyo ist es wichtig, dass man aus einer extrem kleinen Stellung und auch wieder die Füße nach vorne hochspringt und auch, dass man quasi nur an den Sprung denkt, natürlich auch an die Schnappbewegung, aber hauptsächlich an den Sprung. Ich mache es einmal vor. Kommen wir zum eingelaufenen Panadoyo Chagi. Beim eingelaufenen Panadoyo Chagi ist es wichtig, dass der vordere Fuß, also der linke Fuß, ganz eng am vorderen Fuß vorbeigeht und dann der hintere Fuß kickt. Das war's. Bis dahin, euer Bernd und euer Timo. Ciao. Wenn dir das Video gefallen hat, besuche uns auf www.btf-ev.de.